Hallo und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Game Boy Advance Hero Mode. Wir beginnen mit den Affenminen. Winkys Wanderfahrt ist das erste. Und genau das werden wir spielen. Und das hat mich verwirrt. Hier werden heute Fails kommen ohne Ende. Denn auf uns wartet ein ganz berühmtes Donkey Kong Country Level. Loren Crash. Und das ohne Donkey Kong. Also ich habe nur einen Hit. Und das muss ich von Anfang an schaffen. Expresso. Nochmal gut, dass wir gleich Leben farmen können. Weil die werden wir auf alle Fälle brauchen. Weil dieses Level ist, denke ich, hart. Und das wissen auch bestimmt alle, die Donkey Kong Country gespielt haben, dass dieses Level nicht ohne ist. Beeil dich. Ich schaff das nicht mehr. Ja, dort hinten wäre die große Expresso-Statue gewesen, ich weiß. Und das Beschissenste ist, wir müssen jedes Mal von Level anfangen, wieder starten. Oh, das war ganz gut gemacht eigentlich. Aber Winky ist auch wesentlich besser in Game Boy Advance als in SNES oder Game Boy Color. Allerdings nicht die Musik. Die ist schlimm. Erstmal zu Cranky. Hey, mein Kleiner, sagenhaft, wie du gewachsen bist. Sicher bleibt die Grafik nicht viel länger derart aufwendig. Folge der todsicheren Banane. Bananenfährte. In der Stop-and-Go-Station. Crusher ist ein zäher Bursche. Nur mit Fässern kann man ihn K.O. hauen. Dieser Farbbildschirm bekommt mir nicht. Schalt endlich ab. Okay. Weiter geht es mit, wie gesagt, Loren Crash. Erstmal hier ein Warp-Fass. Level Warp. Hier wird es theoretisch auch eine Kamera geben, die hatten wir aber schon. Ja, wir müssen trotzdem noch diesen Sprung überleben. Jetzt könnte man sagen, das ist doch viel zu einfach. Das ist lame. Genau. Deswegen geben wir uns jetzt nochmal alles von hier. Ich habe ein Safe State gesetzt, damit wir immer gleich reloaden können. Ich hoffe, das ist okay. Oder wollen wir sehen, wie ich Game Over gehe? Mal sehen. Auf jeden Fall ist das Level wirklich nicht einfach. Und schon gar nicht auf diesem blöden Game Boy Advance. Es ist so epic. Na, ich setze doch lieber ein Safe State in der Lore.
Weil wir müssen uns jetzt nicht jedes Mal den Todesscreen angucken. Es ist okay, wenn wir sterben. Und wir werden das auch schaffen. Sonst würde es sich sehr nicht lohnen, dieses Let's Play nochmal zu machen. Das wäre ja dann gar nicht lustig. Ich will kein Angard. Mit einem Treffer sind wir direkt down. Genau das ist die Schwierigkeit. Wählen, 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 wählen. Hilfe, das ist geistkrank. Perfekt. Second try. Hortige Hopser. Ihr seht, ich kann also dieses Spiel noch. Könnte man sagen, langweilig. Oder man findet es vielleicht beeindruckend. Och nö. Bei sowas benutze ich den Safe State, sorry. Weil es geht ja wirklich nur um den Bonus. Scheiße. Und bei sowas will ich mich jetzt nicht zwingend umbringen. Das ist für mich einfach nur sinnlos und ergibt auch keinen Sinn. Speicherfass gibt es nicht. Ach, scheiße. Egal. Das war eines der lächerlichsten Tode, die ich wahrscheinlich jemals hingelegt habe und ich werde den auch niemals ausbessern können. Wenigstens sind die Level nicht so unnormal lang in dem Spiel. Bei solchen Leveln wie Trick Track Track könnte das zwar noch nervig werden, aber ansonsten ist es, denke ich, noch ganz okay. Nein, ich will den Ring mitnehmen. Den Ring, den Reifen. Haha, ich hab's geschafft. Denn hier ist das N. Hier wäre damals noch ein Donkey Kong Fass gewesen. Übrigens kann ich hier mal ja was erzählen. Ich weiß, passt eigentlich eher in SNES-LP. Aber das war eines der Level, was für mich als das schwerste Level überhaupt galt. Das hier war für mich übel schwer. Hä, wo ist denn Winky hinten? Ach komm, das ist lame. Da wäre jetzt auch noch ein Donkey Kong Fass gewesen. Toll, jetzt muss ich das mit dem Reifen machen. Ich hoffe, ihr versteht das wirklich, dass ich bei sowas ein Safe State setzen muss. Ja, ich weiß, das war jetzt eigentlich nichts wegen dem Bonus, aber akzeptiert das, okay? Ohne den Reifen wäre ich nämlich nicht so weit vorgerannt. Und ich finde, wenn ich das jetzt mache, kann ich es auch gleich nochmal auf 100% machen. Oder 101%. Hortige Hopser ist damit abgeschlossen. Stop and Go Station. Achso, hier. Die Abkürzung nicht vergessen. Beziehungsweise ein Level war. Gibt es relativ viel in dem Spiel. Tatsächlich. Damit kommen wir an die schwerste Stelle des Levels. Scheiße! Lauf, Daddy! Okay.
Natürlich uns fehlen die Bonusrunden. Ist aber auch klar. Denn jetzt machen wir es normal. Eigentlich ist die Stop-and-Go-Station ein übel nices Level, finde ich. Kreativ finde ich es eigentlich auch. Das war knapp. Aber das, was jetzt übel asozial werden kann, ist... Ey. Okay. Dass es halt kein Bonus... Nee, nicht, dass es kein Bonus mehr gibt. Dass es kein Speicherfass gibt. Halbzeitfass. Ach komm. Hä, wie soll ich denn da oben reinkommen? Ach, den rein. Ich dachte aber irgendwo anders. Ran an die Bananen. Ein weiterer Winky. Okay, jetzt go. Ist aber echt nice. Okay. Alles super. Thank you. Yo, Diddy. Ist der Große wieder stiften gegangen? Hüpf rein und sieh dich nochmal hinein. So, Oktopusse im Visier. Dieses Mal geht's darum, innerhalb des Zeitlimits 15 Oktopusse zu fangen. Aber lass den Müll im Wasser. Jede falsche kostet dich wertvolle Zeit und das kommt äußerst uncool. Der bisherige Rekord liegt bei 0 Oktopussen. Alter, ist das schwer. Da schwimmt ja übel viel mit rum. Aber wir sollten es schon relativ geschafft haben. Wenn jetzt nicht noch viel Mist passiert. Wo es aber leider gerade danach aussieht. Komm. Okay, geschafft. Nein, nicht den Müll. Ja, das ist doch Betrug. Egal, wir haben es geschafft. Das First Try. Zum Leistung, Mann. Hier ist eine Belohnung. Nehme ich alles gerne an. Oh nein, Mühlstein Mambo. Erinnert ihr euch noch Original Let's Play? Wieder Partys, Drecks Mühlstein Mambo. Es war aber auch ein Dreck. So, ich glaube, das Fass braucht man auch gleich. Ne, es war ein anderes Level. Gott, das kann anstrengend werden, das Level. Ich hab den Reifen gebraucht. Ich hab tatsächlich mal was vergessen. Soll ja auch mal vorkommen. Und wir buchstabieren hier die damaligen Entwickler von Donkey Kong Country. Rare. Och nein, nicht anders. Angard Bonus. Also ich habe nichts gegen Angard, im Gegenteil, ich liebe Angard, aber sein Bonus ist scheiße.
Ich zeige euch jetzt auch sofort die Verdopplungsstatue. Ich habe Angst, dass ich sie verpasse. Ich weiß, das ist jetzt irgendwo über die Verschwendung, aber... Besser, ich zeige sie euch als nicht. Bei Expresso habe ich jetzt euch auch nicht gezeigt. Ich meine, ihr werdet zwar wahrscheinlich wissen mittlerweile, wo der ist, aber... Ich werde es trotzdem immer gerne zeigen, weil ich weiß nicht, ob ich mittlerweile neue Zuschauer habe. Weil das ist ja alles stark vorproduziert. Ist ja kein Geheimnis. Deswegen kommt auch nicht wirklich viel Abwechslung. Außer Super Mario und so. Warte mal. Ja, okay, sorry. Ich habe mir gerade nämlich gedacht, ich brauche das TNT-Fass. Deswegen habe ich reloaded. I'm so sorry. Aber ist nur für den Bonus, okay? Genau wegen sowas. Ich weiß nicht, wie ich über den drüber kommen soll. Okay. Denn ihr müsst einfach hier unten reinlaufen. Kann mit Fässern. Kann man finden, wie man will, aber ist halt so, ne? Wieder zwei Leben für uns. Unsere Lebenszahl explodiert auch mittlerweile wieder. 47 steht schon auf der Zahl. Auf dem Counter. Hier war damals der Checkpoint, gute alte Zeit. Aber heutzutage ist da keiner mehr. Nein, du Drecksreifen. Oh Gott. Dort oben wäre noch Winky gewesen, ich weiß. Och, nee. Ja, ich hab keinen Bock. Unsere Lebenszahl ist gerade schon explodiert. Ach komm, jetzt ist natürlich auch das K weg. Okay, wieder hier. Nehme jetzt mal den Reifen mit. Ich mach mal kurz ein Safe State, nur um euch zu zeigen, was dort oben ist. Denn hier oben befindet sich Winky. Kann man mitnehmen, muss man natürlich nicht, aber warum nicht, ne? Oh Gott, ich muss jetzt raus. Ich hasse dich. Alles gut. Nur noch das. Ne, das auch noch. War das knapp, Alter. Mehr hole ich nicht. Oh nein, Candy. Scharf auf ein Tänzchen, hüpf einfach in das Fass. Ich habe das Repertoire dieses Mal um ein paar neue Moves erweitert. Packst du das? Mal sehen. Thank you.
Ey, das war doch. Wo sind denn ihre neuen Moves? Ach komm, das zählt aber, ne? Ja, ich glaube schon. So viel Taktgefühl. Ich bin ganz hin und weg. Hier, das ist für dich. Dankeschön. So, weiter geht's zum Boss. Neckys Knacker. Down. Hey! Down. 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 Perfekt. Eines ist sicher. Der dämliche Vogel fliegt nirgendwo mehr hin. Prima, da haben wir auch die nächste Banane zurück. Und jetzt ab ins Traumtal. Du hast noch einige Bananen wieder zu beschaffen. Naja, Cranky, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Dieses Part von Donkey Kong Country Game Boy Advance Hero Mode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Thank you.